und herzlich willkommen bei dem Blog Perspektiven.Saarland. Heute ist es mein erstes Interview in St. Invert und wir interessieren uns für drei verschiedene Themen. Das heißt die Methode, die Struktur der Kurse und die Diversität der Sprachen. Heute werden wir eine kleine Ausnahme machen. Wir werden andere Sprachen als Deutsch hören. Frau Grauberger, ist es wichtig, in Ihrem Kurs verschiedene Lehrmethoden anzuwenden und den Teilnehmerinnen zum Beispiel durch interaktive Spiele die Deutschsprache näher zu bringen? Jawohl, die Anna, siehst du was, Walter? Achtung, mein Kopf, bleiben! Frau Grauberger erzählt uns, was für Möglichkeiten es gibt, die Teilnehmerinnen noch stärker in den Unterricht einzubinden. Vor allem, wenn es jetzt Thema Einkaufen nochmal geht oder Lebensmittel, dann bringen wir auch Lebensmittel hier im Unterricht und die Frauen dürfen einen Salat machen oder irgendein Gericht zubereiten. Und auch Magazine können wir in Unterricht mitbringen, sodass die dann wirklich irgendwas aussuchen können. Je nach Altersstruktur gibt es verschiedene Themen, die im Kurs bearbeitet werden. Die Frauen sind zwischen 27 bis ca. 40 Jahre alt. Für ältere Personen, das geht mehr um die Familie, vielleicht Haushalt und auch um die Wohnungen, also nicht unbedingt um die Bewerbungen, sondern um Wohnung zu suchen, Wohnung zu mieten, Haushalt und halt solche Fragen. Und für die Frauen ist interessant natürlich Thema Familien und Einkaufen, dass es dann immer ein bisschen mehr angesprochen wird. Die Teilnehmerinnen sprechen ganz unterschiedliche Sprachen. Benim adım Meryem, Almanca dersi öğreniyorum. Nazywam się Małgosia Wrona i uczę się języka niemieckiego. Меня зовут Ольга, я изучаю немецкий язык. اسمي آمنة وهلا عم بتعلم دوتش. منومسك أورورا شينواتس لينبا جرمانا. Da es ein gemischter Kurs ist, sind die Teilnehmerinnen gezwungen, Deutsch miteinander zu reden. Das ist für den Lernfortschritt sehr förderlich. Der Kurs bereitet sie somit optimal auf ihre Zukunft in Deutschland vor.